Hallo zum Tageshoroskop vom 19.04.2023. Wir haben die Wochenmitte erreicht und Mittwoch ist immer ein Merkurtag. Da wollen wir mal schauen, wie sich das zeigt. Und das passt auch ganz gut, weil der Merkur heute ja weiterhin mit dem Uranus verbunden ist. Und die beiden hier im Zeichen Stier sorgen hier für allerhand Nachrichten, für Neuigkeiten, für Veränderungen. Und da haben wir hier zum Beispiel jetzt gerade, hatte ich ja schon, glaube ich, gestern gesagt, diese Währung der, ja, diese neue digitale Währung, die hier eingeführt werden soll. Diese Nachricht darüber ist ja Finanzzeichen Stier und Merkur bringt Nachrichten darüber und Uranus die Veränderung. Aber dass das langfristig irgendwie, ja, eine Relevanz spielt, das da habe ich so meine Bedenken, weil der Merkur, der steht halt schon, also oder verliert langsam an Fahrt und vor allen Dingen er wird jetzt quasi zum Freitag hin rückläufig und dann wir nähern uns ja gerade hier der dem Neumond und der Sonnenfinsternis und quasi im Orbis dieser Sonnenfinsternis und dieses Neumondes ist quasi diese Neueinführung ja vorgenommen oder worden, beziehungsweise verkündet worden. Und dementsprechend hat man also quasi jetzt bei so Neustarts dann möglicherweise so eine Rückwärtsbewegung. Ja, also, weil der, oder so eine Stillstandsbewegung. Also der Handel steht still, der Bargeldverkehr steht hier auch still oder der Geldverkehr insgesamt, aber halt auch die elektronischen Thematiken könnten dann hier nicht so funktionieren, wie man das möchte, weil der Merkur ja mit dem Uranus hier zusammensteht. Ja, und das passiert ja auch noch in dieser Spannung zum dunklen Mond Lilith und auch das passt ja einerseits natürlich zur Einführung von dieser Währung vom Deep State, also der dunkle Staat, der dunkle Mond bringt diese Thematik hier rein und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das eine Unzufriedenheit da eine Rolle spielt. Und diese Unzufriedenheit ist halt auch sehr ja feurig, sage ich mal, und sehr selbstbewusst, weil das Ganze im Löwezeichen stattfindet. Man kann natürlich auch sagen, der Deep State ist auch selbstbewusst, aber der ist ja immerhin hier, ist ja auch eingeschränkt in seiner Wirkungsweise, weil der hier das Zeichen Löwe mit dem dunklen Mond ist ja hier eingeschlossen im achten Haus. Also man agiert quasi indirekt und quasi ja, und das auch noch genau im Zeichen der Finanzen im achten Haus der gemeinsamen Finanzen und versucht das hier quasi so versteckt einzuführen oder also ja legt die Karten nicht offen auf den Tisch, worum es einem dann wirklich geht, nämlich um die Unterdrückung und die Kontrolle der Menschen. Ja, dann haben wir den Mond, also wie schon gesagt, wir stehen ja kurz vor Neumond. Der Mond ist bleibt den ganzen Tag heute im Widderzeichen und wird dann morgen auf die Sonne treffen. Morgen wechselt ja dann die Sonne auch dann später am Tag in den Stier. Also sie ist also heute quasi das letzte Mal komplett im Widderzeichen, bringt vielleicht nochmal so eine Dynamik, ja, so aktive Gestaltung des Tages. Dabei können besonders Ziele eine Rolle spielen, aber also ich rate bei allen Dingen so ein bisschen mit Vorsicht und Vorbehalt zu agieren, weil der Merkur halt schon langsam so an Fahrt verliert. Und wie gesagt, diese Neumondenergien, die ja jetzt hier dann morgen ja richtig voll wirken können, beziehungsweise sie können jetzt halt auch schon wirken, weil das halt immer auch so einen Vorlauf hat natürlich. Und dann quasi die nächsten Wochen, beziehungsweise 6 Monate, weil wir ja ein Sonnenfinsternis haben. Das ist halt wirklich sehr gebremst dann. Also da wird vieles nicht so vorangehen, auch gerade auf der Reiseebene. Aber dazu morgen noch mal mehr. Ja, und heute, wie gesagt, den ganzen Tag Mond im Widder. Das ist halt so eine Energie, wo man sehr viel, ja, also sehr ungeduldig ist vielleicht, sehr sportlich sein könnte. Also so eine Motivation zum Sport, eine Motivation, Projekte anzuschieben, etwas zu unternehmen. Feurige Gefühle hat man. Man ist sehr temperamentvoll vielleicht auch. Weil ja Sonne und Mond im Widderzeichen sind. Es darf vorangehen, es soll vorangehen. Also der Wille ist da, die Bedürfnisse sind da, dass ein Neustart erfolgt. Ja, und dann haben wir heute,
Ja, noch ein paar ganz interessante Details hier, auf die ich hier kurz eingehen will. Und zwar, genau, das auch nochmal erwähnt hier, die Spannung von Venus und Saturn bringt natürlich auch Bargeld Einschränkung oder Verbot von Geld. Und dazu passt ja auch, dass man hier ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es gab ja öfter jetzt so Meldungen, dass ja, Bargeldautomaten gesprengt werden. Ja, komisch, komisch ist es ja nur, ne, wenn man halt gleichzeitig versucht, den Menschen ja zu verdeutlichen, wie viele Vorteile es bringt, dass man hier quasi digitales Geld nutzt. Ja, also da habe ich so meine Bedenken. Ja, und diese Spannung von Entschuldigung, von Venus zu Saturn, die ist hier auch sehr stark betont, weil wir haben die Venus und Saturn hier an den Spitzen von den Häusern und dann ist das immer sehr prägnant. Also ich nutze hier immer, wenn du hier noch nicht so lange dabei bist, das Mitternachtshoroskop, um den Tag zu deuten. Und da haben wir hier den Aszendenten ja im Zeichen Schütze, die nächsten Tage noch weiterhin und auch schon seit einigen Tagen. Und das bringt sehr viel, ja, Überzeugungskraft, das bringt Auslandsthemen in den Fokus, das bringt die Bereiche Bildung, Gerechtigkeit, also so Justizthemen und auch philosophische Themen in den Fokus oder auch Glaubensthemen. Und das Ganze ist ja hier mit dem Jupiter als Herrscher im Widderzeichen, ist das hier ja eine Überzeugung, die halt gerade sehr ja mutig vorgetragen wird und das Ganze aber auch im privaten Bereich. Also es beschreibt auch einfach eine Expansion an Neuerungen, also viele Neuerungen, die hier im Privaten stattfinden oder auch der Wille, man hat den Willen dazu, weil das ja im Zeichen Widder stattfindet. Es ist auch eine kämpferische Energie, die vielleicht im Privaten stattfindet, das wäre auch denkbar. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, an der Achse hier die Venus stehen. Und das heißt hier, wir haben eine ja, Chance, sympathische Begegnungen zu machen. Man kann der Liebe begegnen, man spricht über Beziehungen, man spricht vielleicht auch über Finanzen. Das ist natürlich halt auch genau das, was ja hier angezeigt ist. Aber man spricht also einmal über die Liebe oder Finanzen, weil die Venus hier im Zeichen der Kommunikation den Zwillingen sich befindet. Aber außerdem spricht man halt darüber, über diese möglichen Einschränkungen in Beziehungen halt auch, weil der Saturn hier an der Spitze vom Kommunikationshaus sich befindet. Also es gibt Blockaden hier, die die Begegnung betreffen aktuell. Das kann im ja, Straßenverkehr sein, dass man hier irgendwie verhindert ist, dass man Termine nicht wahrnehmen kann, jetzt aktuell, dass man vielleicht auch kontrolliert wird. Das passt halt auch, hatte ich glaube ich gestern auch schon gesagt. Also Verkehrskontrollen sind auch gerade aktuell möglich. Unerwartete Verkehrskontrollen, weil Merkur und Uranus ja hier zusammenstehen. Und halt auch Saturn ist halt die Regulierung, die hier im Bereich des Straßenverkehrs stattfindet. Und das steht dann in Spannung zu Finanzen. Also wenn man dann halt Geld bezahlen muss, weil man vielleicht zu schnell gefahren ist, kann das natürlich hier sein. Also bitte vorsichtig fahren und sich dem Tempo anpassen, damit der Geldbeutel geschont wird. Muss ja nicht sein, dass man hier Vaterstaat noch Geld in die Hand drückt, damit das quasi fröhlich in der Welt verteilt wird. Ja, und wir davon nichts haben. Ja, und dann gibt es hier natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man über ja, blockierte Energien in Beziehungen spricht, dass man vielleicht auch jemanden geblockt hat in der Kommunikation. Das könnte natürlich auch sein. Also zum Beispiel bei WhatsApp oder in sozialen Medien einfach so eine Sperre hat, das könnte auch sein. Oder dass man hier mit jemandem spricht, der älter ist und dabei geht es vielleicht über Finanzen oder über Beziehungen oder über Werte. Also das steckt hier so drin. Und dann haben wir also wirklich ganz interessant, weil auch der Mond steht ja hier genau an der Achse, hier am IC. Das heißt, Gefühle spielen eine besondere Rolle, neue Gefühle vielleicht auch, aber halt auch, es zeigt also auch familiäre Streitigkeiten vielleicht auch oder Streit mit dem Vermieter, mit Streit im Wohnbereich, weil der Mond also einmal im Zeichen des Widders natürlich immer so eine aggressive Komponente haben kann, aber auch weil der Mond in Spannung zum Herrscher vom Widder, zum Mars steht. Und diese Spannung hier, die bringt also genau gerade familiäre Streitigkeiten, die halt auch zum Beispiel Finanzen betreffen können,
die Versorgungslage betreffen können, die die Immobiliensituation betreffen kann. Das kann Erbschaftsstreitigkeiten bedeuten. Das kann sein, dass man hier irgendwie emotionale Gefechte hat, mit vielleicht auch mit einem Sohn oder mit einem Bruder sich streitet. Das könnte auch sein. Ja, und dann haben wir noch genau hier noch drei Drachenfiguren. Das ist ganz interessant. Also eine Drachenfigur. Ich werde das hier mal nachskizzieren mit schwarzen. Ich hoffe, das kann man jetzt dann erkennen. Ich habe ja hier schon eine schwarze Linie, aber nehmen wir trotzdem mal. Und zwar haben wir hier einerseits diese blauen Linien hier, ein kleines Dreieck, und das bildet hier dann den Drachen. Und die Drachenfigur, da zeigt die Motivation, steht hier am unteren Punkt. Die Motivation sind also Gefühle, Bedürfnisse nach einem Neuanfang. Oder vielleicht auch ein Streit, der hier eine Motivation bringt, eine Erregung, vielleicht auch ein erotischer Trieb, das kann natürlich auch sein, also dass man hier eine erotische Motivation hat und oder eine sportliche Motivation. Und das Ganze zeigt also hier auf den MC, die Spitze vom Drachen. Das heißt, es geht hier um Beziehung dabei oder um die Liebe. Und dann haben wir noch eine andere Drachenfigur, die findet sich hier. Und zwar, also ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Und zwar nehme ich mal grün. Also wieder dieses schwarze, große Dreieck hier. Und das zeigt dann hier auf die Venus. Und da ist die Motivation, also hier der Ausgangspunkt ist Schicksal im Ausland vielleicht oder schicksalhafte Situation bezüglich Reisen. Und ja, also es führt dann hier zu einer Beziehung vielleicht, die auch mit Reisen zu tun hat, weil es hier die Reiseachse hier auch Zwillinge schütze. Ja, und dann haben wir eine dritte Geschichte hier. Und zwar ist das hier, finde ich es jetzt hier, genau. Und zwar zeigt die auf den dunklen Mond. Aber hier noch ein Dreieck. Vom Eros zu Venus, zum MC und dann hier zum dunklen Mond. Und das zeigt hier eine erotische Motivation oder eine leidenschaftliche Motivation und die zeigt dann hier auf verführerische Tendenzen, die hier im Geheimen stattfinden. Also auch das hier ganz interessant. Also wir haben hier so eine Beziehungskomponente, eine erotische Komponente drin oder halt auch gerade so Kontakte, die hier mit Reisen zu tun haben können. Die hier oder sportliche Beziehungen, Kontakte, die hier jetzt an diesem Tag eine besondere Rolle spielen. Dann haben wir natürlich weiterhin mit Saturn viele Verantwortung, die zu besprechen ist. Oder vielleicht auch spricht man über die Auflösung von Systemen und über Finanzen. Also steckt wieder eine Menge drin. So, das war quasi der Abriss für heute hier. Genau, Merkur und Uranus ist auch noch interessant, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Die Cebit-Messe natürlich hier. Die hier, Uranus ist ja das Technische und Merkur die Messe. Oder auch Merkel, die gerade geehrt wurde als für ihre besonderen Leistungen. Also das kann ja jeder natürlich interpretieren, was hier unter besonderen Leistungen zu verstehen ist. Aber das ist hier auch Merkur ist ja Merkel und Uranus das Besondere und ein Zeichen der Werte Stier. Also das zum heutigen Tag. Dann wünsche ich dir eine tolle Wochenmitte, einen wunderbaren Mittwoch. Bedanke mich für dein Interesse. Freue mich natürlich wie immer, wenn du das hier likest, teilst oder abonnierst oder natürlich auch einen Kommentar mir hinterlässt. Und ja, wenn du selbst Interesse an einer individuellen Beratung hast, dann kannst du mich ganz einfach über das Kontaktformular anschreiben. Der Link ist hier unter dem Video. Ja, freue ich mich, wenn du das in Anspruch nimmst. Ist noch eine super gute Geschichte. Ja, und dann sehen wir bzw. hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.